Yo, herzlich willkommen zurück hier bei Lost Horizon. Wir spielen das Ganze mal wieder. Ich denke, ihr hört es auch hier, das neue Headset. Das mit meiner Stimme ist gerade nicht ganz so wie irgendwie bei jeder Aufnahme. Egal. Ich kann mich erinnern, es gibt ja nicht ein Tagebuch. Ja, Aufgaben, aber das hilft uns jetzt nicht so sehr viel. Ich glaube, wir sollten hier ein Stockwerk weiter runterkommen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber wir schauen uns jetzt einfach hier mal den Kronleuchter an. Ein massiver Kronleuchter. Ich glaube nicht, dass du ihn mitnehmen kannst, aber versuchen kann man es ja trotzdem, oder? Von hier komme ich nicht ran. Oh, schade. Dann gibt's... Okay, habe mich mal kurz gemutet. Hoffentlich ist es jetzt mal besser. Dann gibt es hier eine Steinplatte. Hier wurde eine runde Steinplatte mit irgendeinem okkulten Symbol in den Boden integriert. Das kann man wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Die Steinplatte ist offensichtlich ein separates Element in der Bodenfläche. Jedenfalls ist um den Rand herum ein schmaler Spalt zu erkennen. Aber mit bloßen Händen kann ich die Platte nicht anheben. Schade. Haben wir zufällig was, mit dem man das... Steter Tropfen hüllt den Stein. Nach diesem Motto werde ich jetzt mit dem Handbohrer ein Loch in die Steinplatte bohren. 35 Minuten später. So, das reicht. Ich habe ein kleines Loch gebohrt. Hat ja auch zum Glück nicht lange gedauert. Gut, und gibt's jetzt überhaupt noch was? Eine Kette. Diese Kette verbindet den Kronleuchter mit einer Kurbel. Okay, das heißt, da muss der eigentlich irgendwie runtergehen. Boden, ja gut, das ist nichts Interessantes. Dann schauen wir uns mal das Kurbelrad an. Mit dieser Kurbel kann man den alten Kronleuchter nach unten bewegen, was in Zeiten vor Elektrizität und Glühlampen beim täglichen Anzünden oder Löschen der vielen Kerzen sehr vorteilhaft war. Ja, dann benutzen wir das doch einfach mal. Bin gespannt, ob der Kettenzug noch funktioniert. Das werden wir ja gleich sehen. Jetzt? Der Kronleuchter ist verdammt schwer. Ich sollte besser den Kettenzug benutzen, wenn ich ihn wieder nach oben bekommen will. Wenn man das jetzt hier so verbindet, vielleicht... Nein, nicht wirklich. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt genau machen könnten. Einfach mal alles ausprobieren. Das hilft bei Adventures immer. Also scheint es nichts. Passiert da jetzt irgendwas? Nein. Wenn wir jetzt hier irgendwas in dieses Loch stecken vielleicht. Ja, das Drachenauge wäre ein bisschen doof. Das hier irgendwie auch ein wenig. Ah, die Axt. Ich habe ein kleines Loch in die Steinplatte gebohrt. Ist okay. Axt vielleicht reinhauen? Ich denke nicht, dass rohe Gewalt in diesem Fall zum Erfolg führt. Okay, vielleicht auch nicht. Laterne funktioniert nicht, Nussknacker nicht, Handbohrer, Fernrohr, Kerzenständer, Topf mit Wasser, Handschuhe. Klappt irgendwie nicht so richtig. Diese Kette verbindet den Kronleuchter mit einer Kurbel. Ich denke, ihr wisst auch, was ich erreichen will, und zwar, dass ich diese Steinplatte hier mit dem Kronleuchter hochhebe. Ja, das ist halt nur die Frage, wie man das anstellt. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Machen wir das mal. Geordnet. Okay, sieht eher weniger danach aus. Wäre auch zu schön gewesen. Was gibt's hier nochmal? Boden. Unter mir muss die Krypta des Nordturms mit den Forschungsobjekten des Thule-Ordens sein. Ich sollte schnellstens einen Weg dorthin finden. Ja, dann versuchen wir doch mal ganz doof durch die Tür. Sie ist verschlossen. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Okay, tun wir da einfach nochmal runter. Kann ja nicht schaden.
Und versuchen wir einfach mal wieder alles. Der Kronleuchter. Warte mal. Der Kronleuchter liegt jetzt mittig auf dem Symbol im Boden. Mhm. Interessant. Ein. Ja, ich bin etwas verpeilt. Das erste Mal, dass ich wirklich lange hier an einem Rätsel sitze. Machen wir, komm, hauen wir es aus dem Fenster am besten. Kann man da wieder raus? Okay. Ich glaube, es war jetzt nicht so das, was wir wollten. Der Kronleuchter ist verdammt schwer. Ich sollte besser den Kettenzug benutzen, wenn ich ihn wieder nach oben bekommen will. Ja, ja. Ich wüsste aber nicht, wie wir den nach oben bekommen sollen. Vielleicht hier so? Nee, auch eher weniger. Also wir haben jetzt hier ein Loch in dem Boden. Und wir müssen da irgendwie was mitmachen, weil sonst hebt der Kronleuchter das Teil ja nicht hoch. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was wir da machen müssten. Vielleicht kann man irgendwas mit der Kette machen. Kann man ja mal ausprobieren. Wir das schon. Hat irgendwie alles keinen sehr tollen Effekt, habe ich so das Gefühl. Vielleicht kann man auch irgendwas mit dem Kurbeldraht machen. Sieht aber auch eher weniger danach aus. Ja. Was sagen unsere Aufgaben denn? Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe... So wissen Sie immer, was Sie... Aber keine Angst. Diese Information... Fenton ist wieder einen Schritt weiter. Er weiß nun, dass die Karte... Das wirft allerdings zwei neue Fragen auf. Wo befindet sich der Nordturm und wie gelangt Fenton in die Krypta? Ja, das letzte, da wüsste ich auch gerne eine Antwort dazu. Aber tue ich leider noch nicht. Kronleuchter. Ein massiver Kronleuchter. Damit muss man doch irgendwas machen können, oder? Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Unter mir muss die Krypta des Nordturms mit den Forschungsobjekten des Thule-Ordens sein. Ich sollte schnell... Ja. Ich würde gerne wissen, was wir hier machen sollen. Okay, gehen wir mal wieder raus und hier wieder rein. Irgendwas müssen wir ja vergessen haben. Sauberer Spiegel, kleiner Tisch. Ein kleiner, schmaler Holztisch. Auf keinen Fall verrücke ich. Ne. Soldat, Spiegel. Hat uns ganz tolle Dienste geleistet, ja. Komm mal dahinter. Dort gehe ich lieber nicht lang. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Muss ich jetzt hier ganz ehrlich zugeben, ich habe keinen Plan, wirklich, aber auch gar keinen.
Ach, bitte. Ich denke nicht. Ach, bitte. Bitte. Ja. Also ich denke, er muss schon unten sein, damit wir was mit dem Kronleuchter machen können, aber ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was. Wenn wir jetzt irgendwas mit der Kette machen vielleicht. Also durchhauen. Eher weniger. Ja, macht ja Spaß hier, mir zuzuschauen. Vielleicht auch eher weniger, aber ist ja nicht mein Problem, ne? Hier, schaut es euch ja an. Im Topf ist was. Ja, wunderschön. Im Topf. Ach. Nee, da ging leider nichts. Kann man die Kette anschauen? Diese Kette verbindet den Kronleuchter mit einer Kurbel. Wunderschön. Geh mal weg hier. Ach Gott, was soll ich jetzt hier bloß machen? Ich habe keine Ahnung und ich bin etwas müde. Unter mir muss die Krypta, das ich sollte. Ja. Der Kronleuchter ist verdammt schwer. Ich sollte besser. Der Kronleuchter liegt. Okay, also wir können hier irgendwie gerade noch nicht so richtig viel machen. Und ich weiß einfach nicht, was wir hier machen sollen könnten. Gehen wir mal wieder hier raus. Vielleicht hatten wir hier was übersehen. Ich habe bereits einen anderen Weg zur Burg gefunden. Hm. Drinnen wird zurzeit renoviert. Die Wewelsburg hat zwar einen. Im Gebäude wird renoviert. Hier steht nichts mehr, was mir. Wenn der Regen nicht nachlässt, wird. Jetzt wäscht er sich wieder die Hände. Das so, bringt uns nicht sehr viel weiter. Ein alter Waggon vielleicht. Ein alter Waggon, der auf dem Abstellgleis steht. Nee, sieht auch eher weniger danach aus. Nee, also hier gibt's irgendwie auch nichts. Ich glaube, hier haben wir aber auch nichts übersehen. Dank dem Fernrohr. Ich hänge ihn wieder ab. Okay. Vielleicht hilft er uns ja noch irgendwann. Ich drehe den Haken wieder raus. Okay. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Probieren wir es. Vielleicht brauchen wir ja den Haken noch. Ab in den Nordturm. Und jetzt, ja, vielleicht so. Sieht ganz gut aus. Ja. Perfekt. Ich habe den Haken ins Bohrloch geschraubt. Jetzt sitzt er fest in der Steinplatte. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt nehmen wir mal ein Kurbelrad. Und jetzt drehen wir einfach wieder hoch. Fenton der Tüftler hat's wieder mal geschafft. Der Kronleuchter hängt am Gewindehaken und nun ziehe ich die ganze Platte mit nach oben. Leider ist niemand hier, der mir Applaus spenden könnte. Oh doch. Nein. Okay, dann gehen wir mal runter. Direkt neben dem Loch ist ein Kabelstrang verlegt. Vielleicht komme ich damit hinunter. Hoffentlich hält er mich.